Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von Dark Souls 3. Dem einen oder anderen könnte meine neue Garderobe aufgefallen sein. Ich habe mir jetzt einfach mal den Spaß gemacht, ein bisschen Zeit zu investieren, um meine neue Rüstung auszusuchen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, weil ich eigentlich statt diesem Helm lieber diesen Helm hätte. Aber dafür reicht es eben noch nicht so ganz an Belastung, da braucht man noch ein bisschen. Aber ich denke, ich bin jetzt ganz gut ausgerüstet. Ich habe ein bisschen auf Balance geschielt, vor allen Dingen. Ansonsten normale Rüstqualität. Mal schauen, vielleicht werden mir ein paar Punkte noch in Belastung setzen. Aber aktuell habe ich andere Ziele. Und ich denke, wir sind auch noch lange nicht an der Stelle, wo wir wirklich alles an Ausrüstung so bekommen haben. Deswegen gehen wir ans Feuer, laden uns nochmal auf. Und übrigens, ich habe auch nochmal die Ringe geändert. Ich habe jetzt Flints Ring, ich habe wieder den Estos Ring an, Morns Ring für die Wunder und Havels Ring für die Belastung. Und dann schauen wir mal, ob wir uns genauso gut schlagen wie in der letzten Folge. Denn gerade macht Dark Souls 3 richtig, richtig Spaß. Ich wollte hier eigentlich gerade mal den Weg links abgehen, von daher würde eigentlich jetzt durch die Türe anstehen. Ich glaube aber, dass ich hier sicher noch den einen oder anderen Gegenstand zu finden hätte, deswegen gehen wir einfach nochmal hier entlang, also an der linken Wand weiter, als ob die Tür noch zu gewesen wäre. Dich kann ich töten, kein Problem. Aber alle Gegner wollen wir jetzt auch nicht töten, wir wollen hauptsächlich uns eben umsehen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich den großen Gegner da jetzt töten soll, aber ich würde eigentlich gerne mein Schild mal ausprobieren und vor allen Dingen meine Blitze, ob ich das Ding jetzt auch so ein bisschen im Fernkampf wenigstens attackieren kann. Eins, zwei, oh, ich kann abbrechen, wenn ich rückwärts gehe, das ist gut zu wissen. Okay, und den Rest machen wir jetzt aber mit dem Schwert. Warum haben wir... Oh, okay. Aber die Balance reicht zumindest, dass ich da stehen kann. Gut, hat zwar ein bisschen arg viel Energie verbraucht. Ich habe leider keine Regeneration mehr oder so. Aber ich krieg eine Glut von dem. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Ansonsten gehen wir jetzt, wie gesagt, an der linken Seite weiter, in der Hoffnung, dass wir irgendwo noch einen Schlupfwinkel finden, wo wir vielleicht in die Ruine kommen. Bam, ups, gefährlich. Okay, stimmt ja. Oh Gott! Scheiße, ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier. Oh, das hätte mich fast getötet. Oh Gott, war ich hier schon? Gibt's mehr von den Fluchdingern? Habe ich irgendwas verpasst? Ich fühle mich gerade so, als würde ich in die falsche Richtung gehen. Bin ich doch von der Seite gekommen? Bam. Oh, aber knapp. Da war ich schon wieder viel zu nah an dem Fluchrauch dran. Jetzt muss ich mich orientieren. Bin ich von der Seite gekommen, wirklich? Oder gibt es da noch weitere Stellen mit diesen fiesen Gegnern hier? Machen wir uns keinen Stress. Wir haben alle Zeit der Welt. Da hinten wartet es auf jeden Fall schon wieder. Aber wir werden gleich sehen, ob wir im Kreis gehen oder ob ich den Weg, den falschen, gehe. Ja, da ist die Höhle, okay. Bin ich offenbar doch nicht richtig gelaufen. Aber offenbar gibt es noch irgendwelche... Nee, das ist nur ein Gegenstand, was da fallen gelassen wurde. Moosfrucht, so. Wir müssen halt eigentlich auch so ein bisschen quer durch den Sumpf gehen, um zu gucken, ob wir wirklich alles haben. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich habe jetzt auch nicht Lust, nochmal gegen die Fluchdinger zu kämpfen, weil die töten einen doch mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Dann, wir können da mal entlang, glaube ich. Der große, ich bin nicht sicher, ob ich den schon getötet habe. Hier scheint auf jeden Fall das Fortkommen erstmal schwer zu sein.
Servus. Oh, bist du schon tot? Das tut mir aber leid. Das sind nochmal 3 davon, okay. Oh, 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 oh. Aufpassen. Nicht jetzt unnötig sterben. Aber nur noch 2 Estus Flakons auch. Ah, dafür aber 3 davon. Also können wir noch ein paar Blitze werfen. Jetzt können wir den ja eigentlich ganz gut anlocken. Müssen nicht warten, bis der blöderweise in seinem Sumpf da bleibt und mich einfach so fertig macht. Ui. 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 Okay, das war... Oh, 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 tot. Mist, so viel dazu. Jetzt muss ich doch hier wieder lang gehen. Ah, ich habe den Gegner unterschätzt. Doch lieber 2 Blitze, hinrennen, töten. Das macht wohl mehr Sinn bei den starken Gegnern, die ja gar nicht so stark sind. Die haben ja doch recht wenig an HP, wenn ich den nochmal töten will. Jetzt sollte ich aber zumindest meine Seelen wiederbekommen. Und dann gehen wir vielleicht doch lieber auf der linken Seite lang. Macht vielleicht mehr Sinn. Heißt, wir rennen jetzt erstmal so viel wie möglich rum. Töten die ein oder andere Schnecke. Da hinten sind sie, okay. Und dich töte ich auch noch. Gut, die Seelen holen, dann zurück zum Leuchtfeuer und in der anderen Richtung weiter. Das scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Oder da auf der rechten Seite nachgucken. Ach so, stimmt, das war nur der Estus. Die Estus-Suppe, die ist relativ unwichtig. Ah, trotzdem fühle ich mich so, als hätte ich hier noch nicht alles so richtig abgegrast. Aber gut, es ist ja auch ein Let's Play. Ich muss nicht alles abgrasen. Das kann ich mal machen, wenn ich das Spiel zum zweiten oder dritten Mal durchspiele. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann gehen wir auf der linken Seite entlang. Ah, die Schneckenansammlung hier möchte ich gerne noch töten. Ich will alle Schnecken töten, damit sie möglichst wenig andere Leute beunruhigen können. Das macht Sinn. Oh je, aber der Sumpf ist so riesengroß. Man sollte wahrscheinlich auch mal um diese ganzen Aufstiege hier rumgehen. Gucken, ob vielleicht da irgendwo eine Höhle drin ist. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht alles durchsuchen. Das ist mir fürs Let's Play zum einen zu langweilig. Zum anderen werde ich das Spiel so oft durchspielen und dann macht es ja auch Spaß. So beim zweiten Mal gucke ich ja auch gern mal ins Wiki, guck, was ich alles bei meinem ersten Durchgang vergessen habe. Das ist alles okay. Achso, und da war ja so eine große Krabbe. Ja, die können wir nochmal töten. Das sollte kein Problem darstellen. Servus, kommst du mal vorbei? Komm. Mutterkrabbe. Bisschen weiter hierhin, dass ich mich gut bewegen kann. So, und jetzt kann ich mich deiner Front widmen. Ah ja, und ich kann es ja auch so kaputt machen, indem ich einfach viele Schläge mache und dann ihn versucht so zu... Ah, fuck, das war nicht gut. Schnell eintrinken. Zumindest ein. Und irgendwann ist das Ding ja so kaputt, dass es auf dem Boden liegt. Aber da muss ich dann auch draufklicken. So. Trotzdem, mit meinem Schwert, da habe ich gutes Gefühl. Da wird mir schon nichts Schlimmes passieren. Ah ja, auf der Seite habe ich ja eigentlich auch alles durchgeguckt. Das war ein bisschen unnötig. Das heißt, wenn ich hier wirklich noch was suchen will, muss ich wahrscheinlich kreuz und quer durch den blöden Sumpf warten. Und das ist ein bisschen zu anstrengend. Also mache ich jetzt noch einen kurzen Ausflug, solange ich Estus habe. Dann gucken wir weiter, was wir sonst noch hier machen können. Hier ist alles echt eklig. Vor allem dieser eklige... Dich kann ich so töten. Mit 2 kleinen Schlägen, na gut. Ah,
Das tut gut. Das tut wirklich sehr gut. Und das tut auch gut. Auch wenn du jetzt... Ah, doch, der stirbt auch davon. Sehr schön. Und ich krieg dein unnötiges Schild, durch das jede blöde Waffe sowieso durchgeht wie durch Butter. Das brauche ich also nicht. Da hinten ist das Tor. Da hinten sind die drei. Die muss ich nicht aufschrecken. Aber hier können wir uns noch ein bisschen umgucken. Da habe ich mich noch nicht wirklich ausgiebig umgeguckt an der Stelle. Vielleicht ist ja auch was hier unter den Pfeilern. Nee. Also ich suche übrigens, wenn ich was suche, hauptsächlich nach irgendwelchen Leuchtpunkten, die für Gegenstände stehen könnten. Der hat mich ja ziemlich nicht beeindruckt, die Stelle hier. Aber geht's hier weiter? Ja, offenbar geht's hier weiter. Geht's vielleicht irgendwo in die Ruine rein? Das wäre interessant. Dann gehen wir mal hier. Die... Oh, ein großer, okay. Ein großer ist gefährlich. Aber mit der Waffe auch schaffbar. Schauen wir uns hier mal ein bisschen genauer um. Da war noch ein Aufstieg, aber wahrscheinlich nur ein Aufstieg irgendwo hin, wo ich schon war. Ich habe ja alle Flammen gelöscht. Oh, und da ist nochmal ein großer. Oh, und der macht eine fiese Attacke. Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe. Dann trinke ich lieber einen. Ah, fuck, ich wollte einen trinken, habe ich gesagt. Danke. Ah, davon sollte ich mich nicht treffen lassen. Bam! Zwei Schläge, tot, gefällt mir. Gab es hier noch was? Genau, da war es sinnlos voraus. Kann ich mich an das alles erinnern? Genau, hier geht es über die Treppe. Da komme ich zum Leuchtfeuer. Das ist nichts, was ich jetzt absuchen müsste. Das habe ich hier alles schon gefunden. Was ist eigentlich mit dem kleinen Pfeiler da? Ist da vielleicht irgendwas drin? Oder Pfeiler, das ist ja Mehrzahl, aber sieht eher nach Dekoration aus. Nichts, wo man reinkommen könnte. Gut, da ist noch ein Aufstieg, den können wir gleich angucken, aber vorher möchte ich hier noch die Gegend ein bisschen erkunden, an der Wand weitergehen, ob es da vielleicht doch irgendwie reingeht, irgendwann. Oh, was ist das für ein Turm? Das ist nicht unser bekannter Schneckenturm. Aber hier war ich wohl schon. Da war wohl ein Gegenstand. Oi! Okay. Gefährliche Gegner, die ihr hier mir vorsetzt. Bam! Ah, es stunt ihn ganz schön. Es stunt ihn ganz schön, der Schlag. Und bam und bam. So gehe ich mit euch um. Und wieder geborstene rote Augäpfel, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde, weil ich so ein guter Typ bin und den Leuten lieber helfen will, statt sie auszurauben. Ich bin schon ein guter Typ. Ja. Selbstlob und so muss auch mal sein. Gerade mit dem Schwert und der aktuellen Stärke, wie ich mich fühle. Hier ist noch ein Aufstieg. Die Aufstiege sind aber relativ langweilig. Die führen ja meistens immer nur zu dem, zu den Fackeln, die ich schon ausgestellt habe. Gucken wir uns lieber noch ein bisschen so um. Da hinten sind ein paar. Die können wir... Oh, wir sollten vielleicht einen trinken vorher. Nicht, dass uns der Giftschaden dann so zusetzt, dass wir gleich sterben. Irgendwo habe ich gedacht, dass ich noch was gehört habe, aber vielleicht spielt mir nur mein Gehör einen Streich. Die Dinger sind wir alle hochgelaufen, da haben wir alle Gegenstände bekommen. Oh, und so langsam geht uns der Estus aus. Heilungszauber haben halt auch Vorteile. Da kann man sehr viel länger mit durchhalten. Ah, aber das Ding würde ich mir gerne mal angucken. Ob da nicht irgendwas drin ist. Dieser umgestürzte Turm da. Das ist ja schon fast wieder der Anfang, glaube ich. Da kommt man runter, wenn ich mich nicht irre. Kriegt seine ersten Schnecken vorgesetzt.
Und du auch. Uiuiui. Gefährlich. Schnecken geben Items, giftiger Edelstein. Immerhin, da habe ich vorhin den Gegenstand, glaube ich, geklaut bei den... Was heißt vorhin? Vor ewigen Zeiten. So, 4 auf 1 Streich. Oh, doch nicht 4 auf 1 Streich. Nur 3 auf 1 Streich. Und hier komme ich jetzt irgendwie rein. Schwerer Edelstein. Das ist was Neues, den kenne ich noch nicht. Nee, scheinbar ist das nur Dekoration hier. Dann gucke ich nochmal da hoch, ob ich mit meiner Vermutung richtig bin, dass es da nur zurückgeht. Okay, ein paar Gegner. Komm bitte näher. Und jetzt kriegst du 2 davon ab und stirbst. Du willst auch sterben? Okay. Wenn das dein Wunsch ist, erfülle ich ihn dir. Habe ich kein Problem mit. Ansonsten sieht das... Ah, fuck. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Oh, 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 okay, okay. Vergiftung, fast tot. Tot. Mist! 20.000 Seelen. Oh, verdammt. Wie bin ich denn da hingekommen? Also ich erwarte, dass das ziemlich nah am Eingang war. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eins zurück und schauen, ob ich da hinkomme. Warte mal, ich bin schon... an welchem Leuchtfeuer bin ich denn jetzt? Ruin der Feste, Pharaonsfeste, da wollte ich hin, genau. Und dann schaue ich mal. Oh, aber jetzt habe ich wirklich, bin ich lange gelaufen. Ich hoffe, ich finde meine Seelen wieder, bevor ich sterbe. Sonst wäre das nämlich jetzt echt unnötig. Schauen wir nochmal. Wir können uns ja an dem umgefallenen Turm orientieren. Der müsste hier irgendwo relativ sichtbar sein. Die können wir töten. Ah, fuck, einer trifft mich doch. Mist, Mist, Mist. Ah, an der Seite würde ich gerne lang gehen, aber zuerst möchte ich doch gerne... Lösche 3 Flamme und öffne. Ja, das habe ich getan. Vision von Bedauern. Ja, hier habe ich viel Bedauern gespürt. Ich glaube, das da vorne ist der umgestürzte Turm. Gehen wir da mal hin. Wir können ja so ein bisschen über die Inseln traben. Uns möglichst wenig vergiften erstmal. Warte, war da Gegenstand? Nee, nur ein Feuer. Genau, da ist der Turm. Und wo war der Aufstieg? Der nächstgelegene? Da ist es gar ein anderer Turm. Alles im Bereich des Möglichen. Ah. Bin gerade etwas unsicher. Ah, ich mag das, die Gegner so zu töten, so nebendran zu stehen und dann den Kreis des Zweihänders auszusetzen. Ich glaube... Das könnte der Aufstieg gewesen sein, den ich suche. Richtig. Da müsste also gleich ein großer kommen. Ja, das sieht gut aus. Dann, ups. Ah, jetzt habe ich beide auf mich aufmerksam gemacht. Dieser blöde Zauberspruch scheint recht laut zu sein. Gut, dann kommen wir erstmal runter. Dann bekämpfe ich dich hier. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ich sterb gleich hier rum. Das ist ganz blöde von mir. Okay, nochmal auf Nummer sicher gehen und jetzt den töten. Gott sei Dank habe ich den einen gerade getötet. Wenn der jetzt noch so mit 2 HP gelebt hätte, hätte er mich sicher fertig gemacht. Und bam, sehr schön. Immer schön durchs Schild durchschlagen. Immer schön durchs Schild durchschlagen. Ja, das sieht aber gut aus. Jetzt muss ich nur noch meine Seelen finden, die da liegen. Okay, hole ich mir als erstes und dann besiege ich den Gegner hier. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn in den Rücken schlagen, aber der Rücken ist nicht ganz so leicht bei denen zu sehen. Hier war ich aber auf jeden Fall oben auch schon drauf, also kein
Hochgang, der mir besonders wichtig gewesen wäre. Dann gehen wir wieder runter und machen da weiter, wo wir vorhin waren, und zwar ein bisschen bei der Durchsuchung des Sumpfes. Mittlerweile habe ich auch ein paar Seelen, vielleicht kommen wir hier sogar auf 2 Levelaufstiege. Oder wir gucken mal, was wir Tolles mit den Seelen sonst noch kaufen können. Okay, hier war ich, dann bin ich hier an den Ding, dann gehe ich da einfach mal rechts weiter. Guck, ob ich da schon war. Jetzt sind ja offenbar nur noch Schnecken als Gegner da. Das ist ja an sich immer noch ein recht einfacher Gegnertyp. Und kreuzen hier so den Sumpf ein bisschen. Oh, okay, von da bin ich gekommen. Dich habe ich nämlich schon getötet. Schau ich mal. Nein, du wirst mich nicht zum Greifen kriegen. Da werde ich drauf aufpassen, dass das nicht passiert. Dafür kriegst du einen in den Rücken und einen in den Hintern, wollte ich sagen. Aber schlechtes Timing. Dafür einen Finsterrüstung. Oh, das ist interessant. Ich kann bei denen die Finsterrüstung auch farmen. Das ist halt schon eine coole Rüstung, auch wenn sie jetzt nicht so stark ist. Aber sie ist leicht, hat relativ gute Balance. Ja, hält sich in Grenzen. Mal schauen, wenn ich mal das komplette Set habe, aber ohne Totenkopfmütze ist es auch irgendwie uncool. Oder nicht so cool, sagen wir so. Sterbt, ihr Schnecken, sterbt. Ich werde alle Schnecken in diesem großen Wald töten. Dann muss ich aber hier eigentlich auch nicht weiter gucken. Hier bin ich ja auf jeden Fall hergekommen. Wenn ich jetzt weiß, dass man bei denen die Finsterrüstung farmen kann, würde es fast Sinn machen, zu dem Tor zu gehen und da ein bisschen die Finstergeister zu töten. So. Alle tot. Sehr schön. Noch einer tot. Sehr schön. Weiter geht's. Wo geht's zum nächsten Leuchtfeuer? Ich habe mich doch gerade an Pharons Feste teleportieren lassen. Ah, ich bin aber echt froh, wenn diese ganze Sache mit dem vergifteten Boden mal endlich vorbei ist. Hier ging's nicht hoch. Aber einen Heimkehrknochen möchte ich jetzt echt ungern benutzen. Das wäre ziemlich übertrieben. Aber was ich machen könnte, wäre den Zauber austauschen. Ich glaube, dass ich jetzt so langsam an Stellen komme, wo ich den Giftzauber nicht mehr brauche. Oh, aber was wir eigentlich auch tun sollten, was mir gerade einfällt, ich würde gerne zur Revanche noch ein bisschen den Leuten mit ihrem Endboss helfen eigentlich. Okay, gehen wir ein bisschen. Ah, ich glaube, da geht's lang. Bin ich auf der rechten Seite schon gewesen? Also jetzt von dem Leuchtfeuer aus hier? Ich bin unsicher. Ich glaube, da müssen wir uns kurz noch ein bisschen umgucken. Einfach bis wir an irgendeine Stelle kommen, an die wir uns wieder erinnern können. Estus Flacons und weiter geht's. Wie gesagt, schauen wir jetzt mal ein bisschen hier noch entlang. Die Zeit nehme ich mir jetzt doch noch. Und dann kommen wir endlich mal aus diesem hässlichen Sumpf raus. Ich bin so froh, wenn wir da endlich durch sind. Ah, okay, hier warten wir schon. Stimmt, ich kann mich erinnern. Aber dich töte ich noch schnell. Und dich werde ich wohl dann wohl auch töten. Ups. Komm. Ah, sehr schönes Timing. So will ich die Sachen immer getimt haben. Gut, dann verschwinden wir jetzt endlich aus dem Sumpf. Unsere Seelen sollen wir... Ja gut, da schauen wir noch kurz, was wir mit machen können. Und dann dürfte eigentlich auch schon wieder eine Folge fast vorbei sein. Echt schade eigentlich. Hopp, hopp. Jetzt kann ich rennen. Wir könnten natürlich auch hier nochmal so quer durch den Sumpf jagen und gucken, wo wir da hinkommen, aber ist mir jetzt echt zu anstrengend. Da muss ich mir mal eine Karte oder so im zweiten Durchgang zu Gemüte führen.
erstmal aber zum Feuerband schreien. Ich trinke mal was, mein Mund ist etwas trocken gerade. Aber scheinbar kann ich den Feuerbandschrein relativ schnell laden. Bevor wir allerdings jetzt bei dir aufleveln, gucken wir, was ihr so habt. Sehe, die Glut können wir mal kaufen. Das macht wahrscheinlich Sinn. Aber ansonsten sieht es so aus, als hätte ich ja alles Wichtige. Schlüssel habe ich, die Heilung brauche ich nicht, die Schwerter brauche ich nicht. Rüstungen, naja, Komplettierung, aber Helm der Untoten Legion, was ist denn das für eine Rüstung? Bisschen zu schwach, aber es sieht ganz interessant aus. Ist vor allen Dingen auch viel wert offenbar. Das ist, wie gesagt, Zauberer, das brauche ich nicht. Verbannten, Gamaschen. Das könnte auch eine coole Rüstung sein. 20 Balance, aber sehr schwer. Ich glaube, meine aktuelle Rüstung ist 10 oder so schwer. Das scheint aber eine coole Rüstung zu sein. Macht der Helm was Gutes? Nee. Macht der Helm was Cooles? Der sieht cool aus, aber... Naja. An irgendeinen Gegner aus Teil 1 erinnert er mich auch. Aber ich weiß jetzt nicht an was genau. Waren das die Krieger, die bei der Lava-Festung da waren? Ah, ich bin unsicher. Aber jetzt jede Rüstung will ich auch nicht kaufen. Aber ich möchte es mir doch nochmal angucken. Hier, 7.000, 10.000, das ist so eine teure Rüstung. Die müsste eigentlich mehr bringen, habe ich das Gefühl. Weil die Rüstung ist billiger und scheint etwas, ja, ist wahrscheinlich schwerer, aber... Das wäre halt eher so das, was ich... Ich will halt eine schwere Rüstung irgendwann tragen. Jetzt, ich weiß nicht, ob es so viel bringt, eine leichte Rüstung dann zu kaufen. Und der Hut, der ist mir, wie gesagt, relativ egal. Das wundert mich. Normalerweise steht ja jetzt dabei, wenn die Hüte irgendwas Tolles machen. Aber scheinbar nichts. Okay, ansonsten können wir uns nochmal so einen kleinen... Ring kaufen, den haben wir aber schon, das ist mir alles egal. Ja, gucken wir lieber, was die anderen Leute so haben. Genau, die Kohle gebe ich dir. Oh my, this coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. Okay. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Das wäre schön, wenn du die aufstellen würdest. To infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Okay. Mit was kann ich jetzt durchwirken? Mit irgendwas coolem Neuen? Schwerer, den habe ich ja schon. Was bringt das? Oh, eine verbesserte Skalierung von Stärke. Kann ich jetzt, gibt's also Steine? Das heißt, schwerer Edelstein bedeutet bessere Skalierung auf Stärke und scharfer Edelstein bessere Skalierung auf Geschicklichkeit. Das ist ziemlich cool. Das macht sogar eigentlich fast Sinn für mich. Naja, gucken wir, was wir sonst noch haben. Gealterte, allgemeine Verbesserung der Skalierung. Was ist denn besser? Das ist um die... ja, ganz, ganz knapp 300. Das ist aber eigentlich auch... Also klar, das ist besser, aber so viel geben die sich jetzt auch nicht. Da muss ich sehr viel mehr in Stärke hauen, habe ich das Gefühl. Ja, und der... verändert es irgendwie die Haltbarkeit. Das wäre... Ja, ja, die Haltung verändert es. Aber das tun alle drei Steine. Stampfen, so. 1400, das ist
ist ein bisschen weniger. Also das wäre wahrscheinlich noch der Stein, der mir am meisten bringen würde. Auf der anderen Seite will ich ja eigentlich auch gesegnet irgendwann haben. Aber Bleichsteine habe ich auch. Also es würde durchaus Sinn machen, dass ich jetzt erstmal das da nutze. Das sind... Ist es denn stärker? Ja, ein bisschen stärker ist es. Und dann irgendwann, wenn ich richtig viel Glauben habe, einfach darauf gehe. Wobei ich es immer noch schade finde, dass der dann keinen Blitzschaden gibt. Aber ich will jetzt mal eine Waffe durchwirken. Also machen wir das so. Und schauen, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Nee, das brauche ich nicht. Habe ich Estus-Scherben auch nicht. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Große Titanitscherben brauche ich ja 4 Stück. Be careful. I don't want us. Und ich denke, bis ich so viele große Scherben habe, bin ich in einem weiteren Gebiet. Hast du was Tolles geklaut für mich? Oh, hello, and in one piece. Nee, aber du hast das Geilste überhaupt für mich geklaut, in 2 Hände. Also von daher, ich bin zufrieden. Blitzurne brauche ich nicht. Was ist das eigentlich? Hohe Priesterin, Krummschwert. Ein Wirbel durchwirkt die Klinge mit Kälte. Es folgt ein schwerer Angriff. Ah, aber Geschicklichkeitswaffe von daher und Intelligenzwaffe von daher für mich uninteressant. Streitkolben ist egal. Bogen werden wir wohl nie führen, dafür haben wir jetzt unsere Blitze, aber eine Priesterglocke habt ihr. So, so. Ist es besser als meine aktuelle B10 118? Ich kaufe dich jetzt einfach, weil die Glaubensdinger, die kann ich immer gebrauchen. Die kann, will ich direkt vergleichen können auch. Ritterschild. Standardangriffe. Nee. Muss ich auch gerade mal gucken, kann ich eigentlich die Waffenfertigkeit mit meinem Grünschild machen? Das ist mir eigentlich relativ wichtig. Ritterrüstung ist mir egal. Wobei, sie hat ganz gute Werte. Nee. Ich habe sicher eine gute Rüstung. Da glaube ich nicht, dass diese billige Ritterrüstung wirklich sehr viel besser ist. Goodbye. And oh, this place is a bore. Kann ich mit dir noch irgendwie reden? You can keep the ring. Ach so. Ja, ja, du sagst mir nichts Neues. Tschüss, zu dem Magier müssen wir nicht. Glaube ich kaum, dass der was Interessantes für mich hat. Wir könnten aber mal Gegenstände verkaufen, vielleicht. Ich habe sicher viel Zeug, was ich nicht brauche. Und wer bist du? Ach so, wir haben dich ja rekrutiert, stimmt ja? I know you. Been some time since we met in person. Naja, geht. I just dropped in to see how she's getting on. Ihr geht's gut. What are you playing at with this circus? Ich werde der größte, stärkste Krieger überhaupt. Doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. Okay, aber sonst hast du nichts this zu sagen. This place is a cesspool and couldn't hope for better. Schade, aber gut. Schön, dass du dich noch ein bisschen um sie kümmerst und mal vorbeiguckst. Freut mich wirklich. Ansonsten hast, wo ist der Typ, der auf der Treppe saß? Der ist verschwunden. Okay. Dann haben wir noch den, die Wunderwirkerin. Vielleicht können wir mit der noch irgendwas anfangen. Vielleicht hat die neue Zauber für uns. Das will ich noch kurz austesten. Wie komme ich nur dahin? Ach ja, der Feuerbandschrein, bis ich den wirklich durchgesehen habe. Du warst in der Ecke, genau. Aber wir haben schon eine schöne Truppe eigentlich zusammengestellt. Ich frage mich, ob es noch weitere NPCs gibt. Oh, Chad, do you wish? Was hast du zu sagen? In my home of Kareen, I would be pleased to share. Although, to be honest, that if I had a divine... Oh, terribly sorry. But you'll have to... Okay, du willst einen neuen göttlichen. Gut, erlaubt Einstimmung, das brauchen wir nicht. Und Wunder haben wir alle wichtig von dir, Tränen der Flöhen. Nee, zu viel und Chance, wie groß ist die Chance?
10%, das lohnt sich nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir den benutzen würden und dann, aber zwei Slots, nee, der Zauber gefällt mir nicht, der, ich glaube nicht, dass der mir was bringt. Have a pleasant journey, champ. Gut, dann sind wir hier erstmal durch. Ich guck gerade noch, ob ich ein paar coole Gegenstände verkaufen kann. Vielleicht um zwei Level-Ups zu kriegen. Und dann denke ich, machen wir für heute auch wieder Schluss. Ah. Was kann ich dir denn verkaufen? Glute, die behalte ich schön. Reparaturpulver, ich glaube, so viele brauchen wir da nicht. Da verkaufen wir mal 4 Stück. Magieschadensminderung. Ich sollte es nicht verkaufen. Es könnte mir noch irgendwas bringen. Gerade wenn ich einen Endboss mit Magie oder Feuer habe. Ich behalte sie lieber mal. Sämtliche Resistenzen ist ja ein richtig guter Gegenstand, was ich da bekommen habe. Die behalte ich. Die möchte ich benutzen, wenn ich nochmal in Giftgrube will. Die Sachen zum Schmeißen will ich behalten. Rechte Hand, Feuer. Ja, ich denke mal, da können wir das Gute behalten und das Schlechte verkaufen. Ich werde es wahrscheinlich eh nie nutzen, von daher passt es. Und das sind alles gute Sachen. Köderschädel werde ich wahrscheinlich nie benutzen, möchte ich aber auch nicht verkaufen. Ah ja, da verwandle ich mich, das behalte ich, falls ich doch irgendwann mal Leute angreifen will und lustige Sachen machen will. Wertloser Abfall, keine Ahnung, den kann ich irgendwann sicher austauschen. Prismasteine, Heimkehrknochen. 3000 Seelen. Und wie viele Seelen geben die mir, wenn ich die benutze? Ich werde es gleich mal testen. Ich denke mal, es gibt mir mehr als 3000 Seelen. Wolfblut, da können wir mal gucken, ob wir das irgendwie umwandeln können. Beweis, das ist okay. Ja, die behalte ich natürlich alle. Beim Töten in anderen Welten gefunden, okay. Beweis, das können wir mal ausprobieren, das könnte interessant sein, dieser Bund. Ashen One, be sure to bring more souls. Ja, ja. Gut, aber für zwei Level-Ups hat es jetzt nicht gereicht. Dafür haben wir ja aber diese zwei. Da benutze ich jetzt mal eine. Und ich krieg genau die Seelen, die ich auch verkaufen würde. Ja gut, dann kann ich es auch gleich verkaufen. Reicht es für zwei Level-Ups? Very well, then taken. Was soll ich denn überhaupt jetzt steigern? Stärke wahrscheinlich? Ah, es reicht aber nicht mal für ein Level-Up, wenn ich jetzt nochmal so ein 3000er benutze. Und wir wollten ja eigentlich ein bisschen konservativer sein und Vitalität und Kondition und so steigern. Gerade Kondition ist auf einem ziemlich geringen Wert. Die Belastung muss ich, glaube ich, nicht steigern, wobei es macht auch Hilfe gegen normale. So viele. Geschicklichkeit ist das Einzige, was ich wirklich nicht steigern werde. Intelligenz, okay, die zwei Sachen werde ich nicht steigern. Glauben würde Sinn machen. Stärke würde auch Sinn machen. Aber so ein bisschen kann man sich wahrscheinlich auch hier mal austoben. Ausdauer, nur ein Punkt. Ja, und eigentlich kann ich zwei starke, drei starke machen. Sieht eigentlich gut aus. Vitalität. Nee, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich steige jetzt erstmal Stärke auf 30 und dann schauen wir weiter. Vielleicht dann Glauben auf 30. Farewell, Ashen One. Jo, ciao. Und die anderen Seelen, die fahren wir uns sonst wo. Für heute bedanke ich mich bei euch und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.